Hallo, ich werde euch heute zeigen, wie man an einem Husqvarna A320 die Folientastatur wechselt, welche bei mir nach ca. 5 Jahren den Geist aufgegeben hat. So, ich habe jetzt hier meinen Husqvarna A320, bei dem ist diese Tastatur hier oben defekt. Man merkt es daran, oder ich habe es gemerkt, ich wollte Schneidwerkzeug unten wechseln und konnte dann beim Hochheben den Code nicht mehr eingeben. Ich kann es euch jetzt mal zeigen. Es kann natürlich sein, dass der jetzt dann wieder böse anfängt zu piepen und zu meckern. Dazu schalten wir ihn jetzt erstmal ein. Ihr seht, wenn man jetzt die Zahl eingeben will gleich, ich gebe mir hier eine 4 ein, die nimmt dann nicht an. Die 1 geht. Ist aber der falsche Code. Wir brauchen eine 4 bei meinem Code. Ich werde jetzt die nicht euch verraten, aber es ist eine 4 bei. Geht nicht. Jetzt werden wir die Tastatur hier wechseln. Ich habe jetzt hier schon eine Original-Tastatur von Husqvarna bestellt. Zu einem freundlichen Preis von knapp 80 Euro. Die wird nicht von unten irgendwie geschraubt oder sonst irgendwas. Die ist einfach nur raufgeklebt. Hinten ist von 3M eine Klebefolie drauf. Hier oben ist nur zum Schutz auch nochmal eine Klebefolie drauf. Ich werde jetzt an einer Ecke vorsichtig die geklebte Folie entfernen. Einfach so ein bisschen anheben. Und vorsichtig nach oben ziehen. Wie gesagt, das ist alles geklebt. So, jetzt kommt man leider nicht ran, um dieses Flachstück zu wechseln. Wir müssen also den Automover aufschrauben. Zum Öffnen des Automovers müssen wir als erstes hier dieses Ladekabel entfernen. Ich habe ihn schon umgedreht. So, hier trennen wir jetzt die Verbindung. Und drehen ihn wieder zurück. Jetzt können wir das Chassis abnehmen. Einfach hier oben mit der Hand auffassen. Und kräftig nach oben ziehen. Schon lässt sich das Chassis entfernen. Ihr seht, der war ständig im Einsatz, richtig schön verdreckt. Ich werde als erstes mal die kompletten Rasenreste entfernen, damit man an die Schrauben rankommt. Zum Reinigen sollte man auf keinen Fall irgendwie Wasser nehmen. Ich verwende da ganz gerne immer ein bisschen Druckluft. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt den Automover öffnen werden. Ihr habt hier auf der Seite Verschraubungen mit einem Torx T20. Diese werden wir jetzt lösen. Im Endeffekt ist es wie beim Akkuwechsel. Wir öffnen den
Automover. Ihr braucht auch nicht darauf zu achten, welche Schraube jetzt wohin kommt. Die sind alle gleich. Also da gibt es keine längeren oder keine kürzeren. Die haben alle die Länge von ca. 2 cm. Also ihr könnt die nicht verwechseln. So, wenn ihr jetzt alle Schrauben gelöst habt und keine vergessen, könnt ihr es einfach abheben. Dann lösen wir hier im hinteren Bereich dieses Flachbandkabel einfach nach außen und festhalten, sonst entschwindet euch das Oberteil. So, das Unterteil können wir zur Seite packen, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir werden uns jetzt ganz auf das Oberteil konzentrieren. Ich habe jetzt mal so ein bisschen rangezoomt. Hier haben wir jetzt die Verschraubung für die obere Platine. Auch hier jetzt T20 vom Torx her. Allerdings sind die ein bisschen kürzer. Die sollte man also jetzt nicht verwechseln. Hier ist jetzt übrigens das Flachbandkabel, welches wir tauschen werden. Bevor wir jetzt dieses ganze Teil nach oben rausziehen, müssen wir hier einige Kabel lösen. Vorsichtig den Stecker hier abziehen. Auch diesen Stecker hier und den hier. Auch den roten. Wie gesagt, ihr könnt nachher beim Zusammenbau, die passen alle nur da rein, wo sie hingehören. Ihr könnt da nichts verwechseln. So, der ist ab, den lassen wir dran. Der stört nicht, der bleibt am Display. Der ist ab, der ist ab, der ist ab. Jetzt drehen wir das Ganze um und nehmen dieses ganze Gehäuse vorsichtig weg. Das brauchen wir jetzt auch nicht. So, das Display hatten wir ja schon abgenommen. Jetzt nehmen wir das Flachbandkabel raus, einfach nur ziehen und nach oben hin entfernen. So, bevor wir jetzt dieses Display aufkleben, werden wir das noch mit ein bisschen Spiritus reinigen. Ich gehe mal davon aus, dass im Endeffekt ist da Wasser eingetreten und hat die Folientastatur mehr oder weniger zerstört. So, jetzt fummeln wir die Tastatur hier durch, beziehungsweise das Flachbandkabel. Ich habe es jetzt noch nicht festgeklebt und stecke das jetzt hier wieder rein. So. Jetzt kann ich die Schutzfolie abziehen. Und die Tastatur vorsichtig aufkleben.
So, jetzt wird wieder alles im Endeffekt in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. Halt, jetzt haben wir was vergessen. Hier befindet sich eine Dichtung drin. Diese werden wir jetzt durch eine neue Dichtung ersetzen. So, und jetzt wird zusammengebaut. Wieder die extra gepackten 4 Schrauben. Die Kabel wieder befestigen. Wie gesagt, ihr könnt sie nicht verwechseln. Rot kommt jetzt hier zu Rot. Der kommt in die Mitte. Der kommt hier hin. So, alle dran. Jetzt nehmen wir uns wieder unser Unterteil. Befestigen hinten das Flachbandkabel. Auch da könnt ihr nichts verkehrt machen. Ihr seht, es rastet wieder ein. Was haben wir hier jetzt vergessen? Die neue Dichtung. Auch hier läuft ringsum eine Dichtung. Alte raus, neue rein. Ich verwende nicht jedes Mal eine neue, muss ich dazu sagen. Beim letzten Akkuwechsel hatte ich es hier nicht gemacht. Deswegen werde ich heute hier auf jeden Fall eine neue einsetzen. Laut Husqvarna soll man natürlich bei jedem Öffnen eine neue Dichtung einsetzen. Weil die möchten ja auch gerne mal eine verkaufen, kostet 12 Euro. Ich verzichte jetzt bei jedem Mal darauf. Also müsst ihr wissen. So, jetzt das gleiche nochmal. Flachbandkabel hinten rein. Man kann es nicht verkehrt rum einstecken. Wenn ihr es runterdrückt, seht ihr sogar, wie jetzt diese Nasen automatisch reinklappen. Das war's. Und den Automover wieder zusammenbauen. Jetzt kommt wieder die T20. Torx 20 Schrauben rum. Wie gesagt, ihr könnt die nicht verwechseln. Alle die gleichen. Bis auf die 4, womit das Display befestigt war.
So, nachdem wir alle Schrauben jetzt reingedreht haben, gehen wir noch einmal rum und ziehen die alle nochmal nach. Bevor ich jetzt in den Kommentaren wieder lese, dass ich das sehr ausführlich erkläre, lieber so, als dass ihr einen Fehler macht. So, jetzt kommt hier wieder gleich das Kabel rein. Vorher setzen wir aber wieder das Gehäuse auf. Gehäuse einfach nur rüberhalten und dann kurz drauf drücken, dann rastet es unten wieder ein. Wer jetzt nicht kriegt, kann auf diese Teile ein bisschen Fett geben oder ein bisschen WD-40. Das hat den Vorteil, dass es dann einfach besser rüber, besser gleitet als ein Silikonspray. So, alle drauf, ja. Jetzt wieder umdrehen. Dann haben wir beim Zusammenbauen ein bisschen geschludert. Jetzt müssen wir das Kabel hier so ein bisschen suchen. Oder wir schrauben es nochmal komplett auseinander. Ich habe es gefunden, ging also noch so. Auch hier, man kann es nicht falsch zusammenstecken. Und wieder den Gummischopfen richtig einsetzen, sonst kann Wasser nach unten eindringen. Der nächste Schritt wird sein, wir kontrollieren, ob unsere Reparatur erfolgreich war. Natürlich kann jetzt die Folie hier auch ab. Ihr seht jetzt das Display. Ich hoffe, man erkennt, dass die Zahlen jetzt einzugeben gehen. Perfekt. Zwei Sachen habe ich noch vergessen. Man kann jetzt natürlich hier außenrum noch zusätzlich eine ganz feine Silikonnaht setzen, damit auf keinen Fall Wasser eintritt. Und als zweites, beim Befestigen von dem Display muss man nicht unbedingt, wie ich es gezeigt habe, dieses Oberteil abnehmen. Man kann auch versuchen, dieses Flachbandkabel durch den Schlitz zu führen. Das geht manchmal, ist aber eine ziemliche Fummelarbeit. Wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben. Jetzt werden wir den Rasenmäher oder den Automover in Betrieb nehmen. Man sieht jetzt hier wunderbar, wie er wieder seine Kreise zieht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach bzw. ihr repariert euren Automover. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, einfach in den Kommentaren eure Frage stellen. Wenn ich sie beantworten kann, sehe ich zu, dass ich dieses möglichst bald erledige. Danke sehr!